da ich auch nicht jünger werde, so ist es mal auf dieser Erde, kam ich nun bei 70 an. Drum feiert mit mir dieses Fest, ich lade euch ein als meine liebsten Gäste. Am 12. Oktober ist es soweit, um 11 Uhr, das ist die beste Zeit. Für mich wäre es sehr schön, wenn wir uns in Untermarkersdorf wiedersehen. Viele liebe Grüße, Lady. Heute hat unsere Anni, unsere Lady, feiert hier in der schönen Kirche ihren 70. Geburtstag. Wir beginnen mit einem Dankgottesdienst. Ja, wir haben den. Nicht, warum nicht? Ja,
Die feierliche Messe ist vorbei. Jetzt gibt es ein Aperitif und natürlich was Gutes zum Essen. Was wollt ihr sagen, Leute? Prost, Kinder! Prost! Frag doch gar nicht, Schwester, ob es jetzt ein Schaden für den Zwarten ist. Bitte entscheiden. Ich will hier kommen. Bitte. Und ich gebe dir auch noch mal kurz. Wie geht's Ihnen? Ja, das würde ich gerne. Aber das bleibt mich ganz gut. Ja, aber das bleibt mich ganz gut. Ja, ja. Zwei wunderschöne Blüten sind am Strauß. Meine Brate gibt's noch. Ja. Jeder hat sein Kartel am Tisch, jeder findet das Gedicht aus dem Leben. Das heißt auch das Gedicht, das Leben. Nimm das Leben wie gegeben, reg dich über nichts mehr auf. Nimm das Leben wie es ist und die Sonne, die geht auf. Freue dich an jeder Stunde, mache stets das Beste draus. Was nicht immer leicht im Leben, einmal hört auch das dann auf. Glück allein hat's nie gegeben. Regen geht, kommt Sonnenschein. Rosen können erst erblühen, zwischendurch muss Regen sein. Nimm das Leben, wie gegeben. Schicksalsschläge, nimm in Kauf. Rosen blühen stets mit Dornen. Gib im Leben niemals auf. Alles Gute. Meine Damen und meine Herren, der Anlass heute ist ja wirklich eines der besten, die ich seit 66 Jahren erlebt habe. Es ist nämlich das Geburtstagskind, die Hauptschwester Anni. Anni, und da du eigentlich wirklich, wie man gehört hat, geldmäßig sehr schwach bist, aber sich da ganz was Liebes einfallen lassen und dir einen Geldbaum gekauft. Einen Teil habe ich schon weggenommen, den anderen Teil. Nun, Anni, alles Gute zu deinen 70er. Von, bitte. Du, ich muss das Gerät jetzt da tun, weil ich ja gar nicht weiß, wie viel da drauf sind, weil so viel Geld drauf ist. Also ist einmal von mir, das ist klar, und von der Renate. Dann ist von der Poldi, dann ist von der Rosi, dann ist Karin und der Peter, dann der Poldi, die Bär, natürlich, die Familie, und der Horst.
dann ist Sokol Gerhard, dann die Frau Sucek und dann hätte ich eigentlich nur noch einen Wunsch, dass du jetzt raufgehst und dir deinen wunderschönen Mann schaust und mir ein positives Zeichen. Meiner Mutter gesagt, dann braucht man den. Hörst du die Motor? Hörst du ihren Klang? Wir singen in den Ohren. Alle singen mit. Wie Heimat gestern. Komm mit bis zur Donau. Komm mit bis zum Rhein. Krieg mich zum meinen Leben, meine. Du kriegst Nähe, um ins Gras zu beißen. Mir tut meistens es gelingen, im Schlechten Gutes abzuringen. Und bei der allerärgsten Sache kommt mir hilft das auch das Laufen. Noch nicht lang her war es der Fall, haben sie mich geschleppt in ein Spital. Feiern mit ihr als ihre Gäste das 70 Jahre Biebenfest. Man sagte mir, dass in der Kürze, darin liegt eigentlich die Würze. So werde ich mich ohne Spassen bemühen, mich recht kurz zu fassen. Da herum wie die Mann, war sie eigentlich der Mann. Da ist sie mit Angst und Bangen zu der Schule hingegangen. Nach der Schulzeit hat sie dann gleich ein Vater gern die Bäckerei. Ich weiß nicht, wie man sagt, wenn der wenn sich der Bäcker recht blockt, etwa in der Arbeit, in der Backstube hitzen, er gehörig kommt ins Schwitzen. Ich weiß es nicht, wie ich das sage, mir fehlen da gerade so die Wörter. Und legt sie, Moment. Drei brave Söhne. Die älteren Söhne könnten probieren, wie das ist mit Kindern kriegen. Denn die Oma sehr es gern. Oh! Oh nein, oh nein, oh nein! Können Sie noch Ur-Oma werden? Wir alle wünschen Gott ergeben, dir ein langes Erdenleben mit Gesundheit, Freude, Frohsinn, Frieden im Kreise aller deiner Lieben. Und dazu noch recht vom Glück von der Mina und Hans Pachorek. Und ich bin mal, was ich da brauche, alle anderen Freunde auch. Das ist der Weltmann. Frau oder Mann, wer ist denn dran? Liebe Anne, unser Freundeskreis hat die letzte Mal sehr mobilisiert. Das ist dann die eine große Freude zu erreichen. Ne? So wie die große Freude hier ist am Tisch. Du sollst dich freuen. Alles Gute. Und ich danke dir. Du bist ja doch. Warte, kurz aber prägnant. Ja. Ne? Aber, ja. Ja. Ja.
Lady, ich kenne dich schon so lange, ich denke, ich kann. Du kannst mir manchmal sehen, du stößt, aber ich verzeih das, gell? Das ist zum Anschauen. Schau wieder, ich da so hat der Soundkissen dauert. Das muss man aber heute wieder mit haben gehen, ich was mit spät eingekommen, gell? Ja. Zu deinem runden Geburtstagsfest hast du geladen viele Gäste. Gern haben wir uns Zeit genommen und sind nach Untermarkersdorf gekommen. Auf dein Wohl, wir wollen trinken, essen, du sollst den Tag nicht mehr vergessen. Doch da erhebt sich die schwere Frage, womit erfreuen wir dich an diesem Tage? Fernseher und Tageszeitung, Spülklosett und Wasserleitung, Badewanne, Telefon, das hast du schon, Briefpapier und Lesebücher, Fotoalbum, Taschentücher, Frühstücksbrötchen, ganz mit Mohn, das hast du schon, Mundharmonika und Geige, Ananas und Kaktusfeige, für den Garten neues Licht, brauchst du nicht. Luxusauto und Chauffeur, eine Fahrt weit übers Meer, die Bezahlung dieser Feier, kriegst du nicht. Das hört sich ja immer fest. Schränke, Stühle, Tisch und Sessel, Kannen, Töpfe, Wasserkessel, eine Dose mit Bonbon, Hast du schon. Und zwar, der Martin, der kleine Georg und der Franzi singen jetzt der Tante Anne ein Geburtstagslied. 1, 2, 3, kommst du daher. So. Was ist denn da?
Schau, das war jetzt. Schau, bist du wer setzt. Die Bäckermeister. Ah, jawohl. Ganz tolle Bäckermeister. Mein Lieber, ich glaube, euch kennt man, wohin ich gehe. Ich hab alles von den Uralen. Jetzt war da. Tragen haben sie davon.
Straße und Marie. Ich glaube, da hat wer Geburtstag. Kennst du den, was Geburtstag hat? Das ist deine Schwester, was da feiert. Aha, ist das die Arme? Ich habe ja zwei. Die Reiche muss das sein. Die hat nur so viele Leute ein. Ist das denn, was gesagt haben, dass du es zahlt? Sagt Mozart, hoffentlich ist es nicht ein Jammer. Warte, ich hol dir schon, der Ortsen, Hammer. Und wie wir wissen schon, hoffen tut eh der Schwiegersohn. Ist das denn? Die ist so fein und lohnt sich alle bei der Polen. Ja, weil die Folie das nie vergisst, weil die jemals jedes Mal dreimal frisst. Entschuldigung, ist. Ist das denn? Was trinkt Frau aus? Ja, Papa, weil bei uns sind schon die Fasseln lang. Ist das denn, wenn du auf Besuch kommst, kommst du zum Blitzen? Ja, sagst du? Ja, weil die bleibt ja halb so lange sitzen. Sag mir nur, wie bringt man die Idee aus dein Haus? Papa, dann brauchst du sagen, da rennt der Maus! Ist der einmal passiert? Die hat sich bei den Bull verdient? Ja, Papa, das habe ich damals vernommen. Sie hat statt dem Blutdruck die Schlafpulver genommen. Und das war eine Zeit, das war so fein. Ja, weil der schläft sogar selber ein. Das wird sich einmal besser. Die hat so einmal gerne im Fernsehen müssen sein. Ja, Papa, der lass Oma mal das Bier rein. Papa, wann hast du denn das erste Mal erblickt? Oh, mich erinnern, ich bin damals so der Schritt. Hat er denn schon damals die Locken brennt? Ja, aber zu dir, ich hab nicht sein. Was Bäckerei gelernt hat? Ja, und bin ich nicht. Ja, das ist, das glaube ich gewiss. Hast du fair? Hast du bei dir einmal einen Striezel gegessen? Ja, Papa, deswegen bin ich als Kind aber so lange am Häusl gesessen. Wie sagt das denn? Die macht die Mauna halt alle angehört. Ja, weil einer davon hat sogar ins Lauterwagen verbrannt. Und mit der Genöte haben sie das Kund gemacht. Ist das damals auch was geworden? Nein, den Onkel Hannes hat es rausgekommen. Ist das der Mann, der was zum Stammbad hat gemacht, bevor er so viel geredet hat und vorher so viel Der hat schon was gesagt, so um die Affa. Ja, auch nicht. Ja, wann ist denn der Mann? 70 Jahre, das ist auch Fred. Hat er überhaupt noch gehen oder gehen? Ja, freilich, weil sonst ladet es uns ja nicht ein. Und jetzt, weil er sagt, da fällt es mir ein, das kann doch nur die Hand sein. Danke, Hanni. Ich
Ich bin stolz, deine Nichte zu sein. Ich hoffe, du lohnst mich noch öfter sein. Denn alt zu werden ist nicht schwer, aber Weihnachten zu feiern zum richtigen Zeitpunkt sehr. Damit es auch alle wissen, wir wollen die Feierlichkeit im Frühjahr und im Sommer nicht wissen. Drum wollen wir das Glas erheben, die Erde soll erbeben, die Anne soll hochleben. Hoch soll sie leben, hoch soll sie leben, dreimal hoch. Hoch soll sie leben, hoch soll sie leben, dreimal hoch. Das sagt der Lehrer nicht. Gute London, ist heute so grau. Schau, 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 ja, schau. Dort auf der Lohn von Bye.
Und der Markerstorf. Danke, auf Wiedersehen.